Vorhang auf für Hildegard Doser. Hier ist sie auf dem Weg ins Ofenhaus, eine der zahlreichen Spielstätten des Augsburger Theaters, die sie im Laufe ihres Lebens kennengelernt hat. Denn Hildegard Doser hatte vor sage und schreibe 62 Jahren ihre Premiere als Garderobenfrau und Kartenabreißerin bei den städtischen Bühnen. Ihre Traumrolle. Und noch heute ist sie meist die erste, wenn Vorstellung ist. Ein Leben also fürs Theater, auch noch mit 90 Jahren. Warum? Ist doch klar. Es macht einfach Spaß. Was soll ich da haben? Fernseher? Das interessiert mich sowieso nicht. Viel interessanter dagegen die Bretter, die die Welt bedeuten. Oft blättert Hildegard Doser in ihrem Fotoalbum und da schwärmt sie vor allem von den Zeiten in der alten Komödie. Wir waren eine Familie, da waren alle, da sind Schauspieler zu uns reingekommen, haben mit uns gelacht und gesprochen und wir haben und die ganze Bühnenarbeiter, alles. Wir waren eine Familie. Da hat es nichts gegeben. Und viele Gäste sind gekommen, haben uns Geschenke gebracht. Und es ist auf jeden Fall ganz toll gewesen da unten. Und dann natürlich die vielen Begegnungen im Laufe dieses langen Theaterlebens. Etwa mit einem an jenem Abend nicht sehr gut gelaunten Udo Jürgens. Der ist schräg marschiert, hat gemeint, Wunder, wer er ist, gell, mit Bodyguard. Und hat er gesagt, er gibt keine Autogramme. Da habe ich gedacht, ich brauche ja keins, ich sitze ja so. Die meisten Stars aber hat Hildegard Doser in guter Erinnerung. Aber wichtiger als diese Begegnungen ist ihr der Kontakt mit dem Theaterpublikum. Beim Kartenabreißen bleibt ja meist nicht viel Zeit fürs Plaudern, meint sie. Aber an der Garderobe geht schon manchmal etwas mehr. Und das schätzen auch die Besucher. Die gehört dazu. Also ohne Frau Doser kann man sich's gar nicht vorstellen, weil sie ist immer so freundlich und ja, lässt uns überall ein und begrüßt uns. Man fühlt sich auch persönlich willkommen hier durch sie. Wir kennen die Frau Doser schon seit, ich würde sagen, 35 Jahren. Wir sind Stammgäste im Augsburger Theater und wir finden das ganz toll, dass sie immer noch so eifrig dabei ist. Hildegard Doser, für die Besucher eine Institution und für die Kollegen viel mehr als nur eine Mitarbeiterin. Also es ist eine Ehre, mit der Hilde zusammenarbeiten zu dürfen. Wir erfahren sehr viele Geschichten, sowohl von ihrem alten Leben, von ihrem ganzen Leben, als auch natürlich von der Geschichte des Theaters, der Komödie. Es ist sehr interessant, alles zu hören. Ich hoffe, dass noch uns weiterhin erhalten bleibt und irgendwann mit ihr kann man immer lachen. Und das, wie gesagt, also die Frau ist einfach super. Und diese Superfrau soll auch das letzte Wort haben über ihre Begegnung mit Ministerpräsident Markus Söder, der das Augsburger Haus damals gerade zum Staatstheater gemacht hatte. Ja, ich habe ihn dann gerade draufgegeben. Dann habe ich gesagt, ich möchte mich übrigens bedanken für das Geld, was sie uns geben fürs Theater. Aber haben sie nicht ein bisschen mehr? Wir hätten ein bisschen mehr brauchen. Auch Sie haben Nerven, hat er gesagt. Ich gebe euch ja sowieso schon genug. Okay? Ja. So ist Hildegard Doser. Alles Gute zum 90. Geburtstag.